Ich möchte überleiten zum nächsten Beitrag, möchte aber keine lange Rede halten, denn Sokrates hat ja lange Reden gehalten und schließlich haben ihn seine Freunde ermordet. Also ich nehme mich in Acht, aber wie das so ist, jetzt mein älterer Bruder und meine jüngere Schwester heiraten, fliegen aus und eben wie das bei einem Sandwich so ist, zurückbleibt das Gürklein. Das einsame Gürklein. Oh nein, nee. Aber das Schöne oder die erfreuliche Nachricht ist, ich habe einen großen Hecht an Land gezogen. Ein Referent, der vor 4 Jahren hier bereits auf der Bühne referiert hat. Und zwar nennt er sich selber Coach, der Coach. Es ist nur sein Pseudonym. Und er coacht natürlich nicht belanglose Dinge wie Volleyball zum Beispiel, Chris. Oder... Was man auch sagen muss, er ist international diplomiert, nicht bloß eidgenössisch, Oski, wo er auch immer sitzt, oder Didi, war es Didi oder Oski? Eidgenössisch diplomiert. Didi, okay. Jedenfalls, er ist natürlich, weil er international diplomiert ist, ist er folglich auch nicht hier in Europa, ist in L.A. Persönlich hat er nicht die Zeit, hier vorbeizukommen, ist mittlerweile sehr beschäftigt, macht per Skype ein paar Ratschläge. Möchte euch noch was mitgeben? Wie gesagt, Skype-Coaching, ein paar grundlegende Informationen, die natürlich auch für euch, für die Brautleute nochmal wichtig sind, bevor das Ganze dann losgeht. Dann, aber jetzt noch ganz kurz ernst, von meiner Seite her, vielen Dank, bevor wir das Filmchen schauen, vielen Dank für die schöne Zeit euch, meine lieben Geschwister, also mit Woggi, ich habe jahrelang Filmdreharbeiten gemacht, mit Elias haben wir jahrelang auch in einem Zimmer gelebt, währenddem wir schon geschlafen sind, hat er im Zimmer noch am PC rumgehackt, bis in alle Nacht. Und wenn er mal von Mama eine Ermahnung gekriegt hat, war es leider meistens dann, wenn Henoch und ich mich gestritten haben und irgendwann ist ihm die Sicherung durch, hat er uns gepackt und auf den Boden geworfen. Und das war dann das Problem, wenn es mal eine Ermahnung brauchte, weil wir ihn zu fest strapaziert haben. Und das tut mir nachträglich natürlich leid, aber... Ich denke, soweit dazu. Wir lassen das Filmchen abspielen und schönen Abend noch. Ja, schön. Herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier als international diplomierter Korrespondent in Sachen Social Affairs und Friendships mein Wissen zum Besten geben darf. Das Humankapital sucht seinesgleichen, bei mir auch im Gebiet von eben Partnerschaften und Co. Wichtig ist mir vorauszuschicken, auf was ist der Nenner, was kommt es an in Sachen Partnerwahl? Natürlich, es braucht gemeinsame Ziele, gemeinsame Wünsche, gemeinsame Träume. Und das ist auch bei mir und meiner Frau so. Und seit Jahrzehnten wünschen wir uns eigentlich das Gleiche, nämlich zutiefst innerst ist da ein Wunsch nach einem anderen Partner. Und ich sag, das schweißt auch natürlich zusammen, oder? Ich möchte auch diese Sachen ein bisschen natürlich euch mitbringen, damit nicht jeder die gleichen Erfahrungen machen muss. Zum Beispiel, was passiert, wenn es mal ein bisschen quietscht im Gebälk, wenn es mal ein bisschen auch Konflikte gibt, kann's ja ab und zu mal geben, oder? Ich hab gemerkt, für den Mann gibt es eigentlich vor allem eine Methode, wie er das jeweils letzte Wort haben kann in so einem Disput. Dass der Mann um Verzeihung bittet. Habe ich gemerkt, so kriege ich das letzte Wort, anders leider nicht. Wichtig ist jetzt aber auch gerade, was das Doppelhochzeitpaare betrifft, dass auch hier, dass man noch mal ein bisschen daran rüttelt, an diese ganze Geschichte, noch ein bisschen schauen, dass man jetzt zur rechten Zeit noch mal ein paar Sachen auch aufdecken kann, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt waren. Und zwar habe ich hier ein Dokument erhalten, das hat mir ein sogenannter Whistleblower gegeben. Ich weiß nicht, sieht man mich noch? Okay, schauen wir nochmal gut. Also, da schreibt die Anne-Sophia Sasek ihrem Bruder Joshua: Ich habe gestern einfach mit dir gestritten und habe dich gekloppen, zu Deutsch gekniffen. Wenn ich so richtig rumgucke, sind wir schon fast wie die Gottlosen. Also hier sind wir total perplex, aber ist natürlich so, muss man à la Whistleblower ans Licht reißen. Auch für Ramon, oder? Denn man sagt ja so schön, der Ehering, das ist die kleinste Form der Handschelle. Ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass Steffi weiß, was da auf sie zukommt. Natürlich, was ist da alles so noch gelaufen? Ich habe zum Beispiel ein Foto, das hier ziemlich für sich spricht, nämlich eine Vespa mitten im Schnee und die hat natürlich ab und zu ihren Geist ab und zu aufgegeben. Wichtig,
hier auch die eine Schlagseite, ich meine, es war eine Tugend, auch von Elias, ich bin eigentlich sehr ein gesamtbewusster Mensch, er hat immer darauf geachtet, dass es möglichst wenig Belastung entsteht fürs Gesamte. Und da ist es ja mal passiert im Winter, dass das Teil abgelegen ist irgendwo im Rheintal. Und dann hat er gedacht, zur Schonung des Gesamten rufe ich nicht zu Hause an, hat das Teil irgendwo abgestellt und ging dann zur Arbeit. Und dann letztlich hat dann da eine Frau ganz enerviert bei der Familie Sasek angerufen, und das war natürlich auf ihrem Privatparkplatz gestanden, dann diese Vespa. Und Ivo Sasek hatte dann das Glück, dass er dort vorbeigehen durfte mit einer Weinflasche und das Ganze schlichten und regeln. Und natürlich hat sich dann herausgestellt, dass das Gegenteil die Absicht von Elias war. Kann aber passieren. Also, auch für Steffi nochmals wichtige Hintergrund- und Insider-Informationen. Was ich noch sagen möchte zu Anna-Sophia und noch so nebenbei angefügt. Also ich bin natürlich froh, dass alle diese Frauen heute an den Altar treten, denn für gewöhnlich in dieser Zeit haben es die Frauen nur noch beim Friseur eilig, unter die Haube zu kommen. Aber eben Anna-Sophia, wir haben jetzt gerade ein Beispiel von Elias gehört, aber auch bei Anna-Sophia kann ich eine ähnliche Geschichte berichten, nämlich vom Dreh der Helden sterben anders, des Monumentalspielfilmes. Ich habe hier ein Foto, und zwar sieht man hier einen Drehort, das ist so, man sieht ein bisschen aus wie so ein Trichter. Da sind sie dann runtergeklettert, und genau, eben dieser Trichter hat so die Eigenart, Klänge zu verstärken, also wie ein Megafon. Und natürlich bei solchen Dreharbeiten, da hast du nicht jetzt die Gelegenheit immer wieder, oder nicht so oft kannst du auf stille Örtchen gehen, und hast du Blähungen, hast du vielleicht nicht die entsprechende Ernährung und so weiter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwann auch es ist richtig gekracht hat. Wirklich. Und natürlich entsprechend eben diesen Trichtereffekt hat das dann natürlich Dimensionen angenommen, dass das bei den Aufnahmegeräten beinahe übersteuert ist. Also da hat es mehrfach gedröhnt, und das genau, auch noch als kleine Anekdote hierzu. Wichtig ist mir auch in dem ganzen Film, dass man sich halt weiß, gerade jetzt auch, ihr seid am Anfang einer Beziehung, und das erste Jahr ist das schwerste, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte. Also man muss diese Gesetzmäßigkeiten kennen, deswegen bin ich auch da natürlich, um das auch entsprechend aufzuklären. Vielleicht noch ganz kurz auch für die Steffi hier, da gibt es noch mehr zu berichten. Es gab da auch so eine Tendenz bei Elias, dass er sich in der Öffentlichkeit immer wieder auch oben ohne gezeigt hat. Also hier selbst mal auf frischer Tat in einem Garten mit seinem Bruder am Trauben. Ich weiß nicht, ob er die gestohlen hat, die auch immer Garten ebenmäßig. Ich kann nur sagen, er hat auch einmal getanzt, oben ohne vor laufender Kamera. Das muss natürlich erwähnt werden. Ja, so kommt das Haus natürlich, gell? Also Steffi, gell? Angeschnallt bitte. Und ich denke, wir machen Schluss für heute. Liebe Männer, grüßt mir eure Frauen, wenn ihr mal zu Wort kommen solltet. Und allerseits auch die anderen natürlich. Macht's gut, ein schönes Fest euch. Tschüss zusammen.